Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Ja, eben habe ich noch mein neues Nieto Climber ausgepackt. Und in meinem Briefkasten fand ich auch noch ein zweites kleines Paket von einem Messerfreund, der am Wochenende auf dem Flohmarkt unterwegs war und ein sehr schönes kleines Messerchen gefunden hat, was sofort meine Aufmerksamkeit erregt hat. Und ja, da kamen wir ganz schnell ins Gespräch und er hat es mir zum Kauf angeboten und da konnte ich nicht Nein sagen. Und jetzt wollen wir mal schauen, was das hier ist. Ja, also wie man sieht, keine Originalverpackung, aber sehr kreativ und vor allen Dingen sicher. Jetzt haben wir hier ein Papierknäuel. Oh, und beinahe hätte ich es übersehen, so klein ist das Teil. Hier ist das, ganz winzig. Ein Früchtemesser, ein englisches Früchtemesser. Und das Besondere an diesem Messer ist, dass es eine Silberklinge hat. Also das ist ein echtes Gentleman's Knife, ein Gentleman's Folder. So wird erzählt, dass die englischen Gentlemen es ablehnten, ein ja, normales, einfaches Taschenmesser mit sich herumzutragen, wollten aber natürlich trotzdem ihren Damen einen Apfel aufschneiden können. Und da haben sich dann diese sogenannten Fruit Knives durchgesetzt. Dieses hier hat einen Perlmutt-Griff oder Griffschalen aus Perlmutt. So wie es aussieht, Platinen aus Messing. Und wie gesagt, das ganz Besondere daran ist diese Klinge hier aus echtem Sterling-Silber. Und anhand dieser Gravierung hier kann man herauslesen, wo das Messer hergestellt ist und auch wann. So, gucken wir uns jetzt die Stempelung in der Klinge nochmal genauer an. Wie gesagt, da haben wir für Sheffield die Krone als erstes Symbol, dann den Löwen, der dafür steht, dass es sich tatsächlich um Silber handelt, um englisches Silber, also Sterling Silber. Und dieses verschnörkelte S als drittes Symbol, das ist die Jahreszahl. Und ich hatte mir das vorher schon mal angesehen. Und es gibt zweimal den Buchstaben S, einmal für das Jahr 1910 und einmal für das Jahr 1960. Und für 1960 ist das S ja sehr einfach gehalten, ohne irgendwelche Verschnörkelungen. Und hier dieses verschnörkelte S lässt mich glauben, dass dieses Messer aus dem Jahr 1910 stammt. Und die drei Buchstaben, die hier noch als letztes auf der Klinge eingestanzt sind, Y oder JYC, die stehen für den Messermacher. Und das wäre dann der John Humans Cowlishaw oder so ähnlich. Ich möchte da ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber ich kann den Nachnamen schlecht aussprechen. Also JYC
Es ist ein wohl sehr bekannter Messermacher und ein sehr bekannter Betrieb in Sheffield, der sich auch auf diese silbernen Fruchtmesser wohl spezialisiert hat. Ich werde jetzt mal eben ganz kurz ins Englische verfallen, weil ich auch einen englischen Abonnenten habe und das ist der Jim vom Kanal Nicest Knives. And I wonder if Jim from the channel Nicest Knife could give us any more information about English fruit knives, English silver fruit knives. So Jim, if you have any information, please leave a comment. Thanks. Ihr seht ja anhand meiner Finger, wie klein das Messer ist. Ich hier jetzt nochmal eben die Klinge vom Climber daneben halte. Dann ist die Klinge des Climber fast länger als das gesamte Messerchen hier. Das Ganze ist ein Slip Joint mit einem 90-Grad-Stopp, wie ich jetzt gerade gemerkt habe. Und der ist auch sehr gut gearbeitet hier. Die Rückenfeder ist vollkommen flach, vollkommen glatt. Sie steht also nicht hoch. Das ist ja ein Qualitätsmerkmal bei Slip Joints. Doch in der geschlossenen Position ist hier alles flach. Nach 100 Jahren sind natürlich deutliche Gebrauchsspuren zu erkennen. Hier haben wir nochmal einen Nagelhau, die Klinge öffnen zu können. Ist extrem dünn. Also ich würde mal sagen, ein Bruchteil eines Millimeters. Ja, einen schönen Flohmarktfund hast du da gemacht, lieber Markus. Ich danke dir nochmal ganz besonders, dass du gleich auf mich zugekommen bist. Gut, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es bei mir heißt: Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Bis dahin, tschüss.